Und dafür starte ich natürlich auch die Aufnahme. Beziehungsweise im Spiel heißt sie halt Theo und nicht Annie. Ja, wisst ihr was, da können wir auch sofort... Ups. Können wir auch sofort mit unserem schönen neuen Auto hinfahren. Aua, fuck. Ja, über den Stacheldraht springen ist natürlich keine gute Idee. Der Caliburn. Aufnahme habe ich gestartet, aber Dankeschön für die Erinnerung, lieber Chat. Lieber einmal zu viel als zu wenig, würde ich sagen. Oh, oh, hier ist Stau, Alter. Aus dem Weg. Von Cyberpunk 2077 gibt es Stand jetzt keinen Online-Modus. Oh, ich habe die Ausfahrt verpasst. Das passiert mir schon mal. Ich habe schon einen Verbesserungsvorschlag weitergegeben. Ich fände es ganz fantastisch, wenn die Minimap ein bisschen mitsummen würde. Aber das ist wohl nicht so leicht, wie man denkt. Sieht schon nice aus. Oh. Da haben wir aber gerade jemanden ordentlich umgenockt. Marielle ist da gerade im Chat nochmal hinterher. Ihr werdet auf Twitch in euren Privatnachrichten angeschrieben, falls ihr gewonnen habt. Wo ist mein schwarzes T-Shirt? Ne, heute... Oh mein Gott. Heute habe ich einen Weihnachtspulli an von EMP. Oh, sorry. Wie mir direkt ein Haftbefehl hier erlassen wird. Nur weil ich... Oh, scheiße, jetzt habe ich jetzt die Polizei, wenn ich eigentlich mit Annie sprechen will. Hast du den gefunden? Wo ist der? Kommt er zurück? Ich rede sofort mit dir. Ich muss mal kurz die Polizei loswerden. Ich verstecke mich. Hier. Wir müssen jetzt kurz still sein, Chat. Oh, da kommt was. Da kommt was. Okay. Jo. Da steht sogar ein Streifenwagen. Ah, haben wir geschafft. So. Jetzt können wir mit Annie reden. Ich habe ihn gefunden. Ich soll dir ausrichten, dass du stark bist. Warst du schon immer. Das klingt doch gar nicht mal so übel, oder? Ich mache mir mal wieder unnötig Sorgen, ha? Typisch. Immer muss ich vom Schlimmsten ausgehen. Annie. Ich war zu spät. Sie haben sein System aktualisiert. Ist das etwas Schlechtes? Dein Brandon ist fort. Er wurde durch eine generische KI ersetzt, die in jedem Automaten eingesetzt wird. Ich soll dir ausrichten, er wird dich vermissen. Fuck! Ich meine... Danke. Der blöde Roboter war das Beste, das mir seit Monaten passiert ist. Weißt du, Brandon hat mir durch eine finstere Zeit geholfen. Es ist egal, was oder wer er war. Ich werde ihn auch vermissen. Das war's.
Ah, nee. Ah, nee. Anni, lauf nicht weg. Anni, du bist mittlerweile auch ziemlich groß auf Twitch. Ich kann das nicht zulassen. Ich kann sie nicht töten! Anni hat Pizmeat besiegt. Scheiße. Tja. Sorry, dann haben wir halt verloren. Anni übernimmt Pizmeat, ja. Das ist ein Zeichen. So, jetzt Gronkh-Werbung und dann das Ding von Miles. Ja. Oh, da ist aber jemand. Ganz fuchsig im Po. Machen wir gerne. So, die Jig... Achso, wisst ihr was? Ich kann euch hier auch die Werbung von Pandoria zeigen. Bei Gronkh und Pandoria ist das ein bisschen schwieriger zu erkennen als bei mir, sage ich jetzt mal, weil sie richtig gezeichnet wurden. Bei mir eher das Foto genommen wurde. Moment. Geht mir aus dem Weg, geht mir aus dem Weg, geht mir aus dem Weg. Död. Ich finde, springt einem nicht so krass ins Auge wie jetzt meine Fresse. muss man sagen, aber... Man erkennt's, auf jeden Fall. Ich find's auch schön gemalt. Also ich finde, man erkennt es auf jeden Fall. Pandoria. Ich find's ziemlich nice. Ja, also, wenn man es weiß, erkennt man es auf jeden Fall, Chat. So. Der gute Erik hat so eine ähnliche Werbung. Da muss man es halt auch wissen. Im guten Porno-Distrikt, sage ich jetzt mal. In der Jig-Jig Street. Hier ist richtig. Nein, sie ist nicht da. Doch, sie ist da. Sie ist da, sie ist da, sie ist da. Pass auf. Pass auf. War ich doch, aber ich muss auch trainieren. Wenn jemand einen Fettbanst sehen will, dann setzt er sich zu Hause vor. Quasi gleiches Prinzip. Muss man wissen, sonst läuft man da, glaube ich, einfach dran vorbei und sieht es nicht unbedingt. Aber ich finde ganz klar Erik. Ja, die Werbung sind auch in der internationalen Version drin. Also Pandoria, Erik und ich, wir werden auch von Spielern in Brasilien gesehen, auch wenn die keine Ahnung haben, wer wir sind. Stört ja nicht. Ist ja egal. Ist ja cool. So, jetzt suche ich den Punkt raus, den mir Miles mal gezeigt hat. Wo er meinte, da soll ich mal hingehen. Ich weiß selber nicht, was uns da erwartet. Okay, dafür brauche ich aber einen Schnellreisepunkt in der Nähe.
Das Spiel ist von einem polnischen Entwickler, lieber Salzig. Von einem polnischen Entwickler namens CD Projekt Red. Sind auch andere YouTuber im Game vertreten, zum Beispiel aus Amerika. Mit Sicherheit. Also mit ganz großer Sicherheit. Ich habe nur... guck mal, da ist er nochmal. Ha! Ist ja witzig. Erik verfolgt uns. Erik, was soll das? Ich weiß nur, ich habe keine Ahnung, welche. Das sind die von The Witcher 3, oder? Das ist absolut korrekt. Das sind die von The Witcher 3. Okay. Da, wo so zwei Übergänge sind, die beiden Übergänge da auf der linken Seite. Dann spawn ich mal da. Also ich bin, stimmt, Shroud haben wir als, also wir waren der Meinung, dass wir Shroud erkannt hätten, aber ich weiß nicht, ob es wirklich Shroud war. Also, keine Ahnung. Es kann natürlich sein, aber sicher war ich mir halt nicht. So, das war bei diesen beiden Übergängen, ich glaube, die Quest? Miles, die Gefahr ist aber sehr hoch, Miles. Oh Gott. Na, wir werden es mal probieren. Tu es. Miles guckt wieder zu. Schreibt, tu es. Kojima haben wir gefunden. Wir haben die Stimme von GLaDOS gefunden. Also ich glaube, hier sind unendlich viele Sachen versteckt, die wir in diesem Livestream-Playthrough niemals, niemals, niemals sehen werden. So. Wow. Ganz zur Sicherheit werde ich mal F5 drücken. Jetzt bin ich super gespannt, was uns erwartet. Okay, hier liegt eine Smart Pistol, die Skippy heißt. Neue Fingerabdrücke erkannt. Bitte was? Erhöhe Lautstärke um 33%. Neue Fingerabdrücke erkannt. Was? Was zum Teufel bist du? Nutzeranfrage. Technische Spezifikationen. AJKE 11. Experimentelle Smartwaffe mit eingebauter KI. Name? Skippy. What the fuck, wie awesome ist das denn? Die Stimme von SpongeBob ist eine KI in der Knarre, die mit uns redet. Skippy? Echt jetzt? Lautstärke um 66% erhöht. Name? Ja. Ich bin nicht taub. Verstanden. Normaler Gehörsinn. Potenzielles Problem? Niedriger IQ. Sprachfrequenz um 33% reduziert. Mein Name... Willst du mich ver... Oh, egal. Gehörst du dem Typen in dem Müllcontainer? Speicher wird abgerufen. Kapazitäten zu 100% frei. Alle Dateien wurden manuell gelöscht. Mögliche Ursache, Diebstahl. Besitzer, unbekannt. Lösungsvorschläge, keine. Ich hätte einen. Ich nehme dich mit. Verarbeite Vorschlag. Keine Einwände gefunden. Wartet mal, Chat. Kann ich dich umtaufen? Nein. Warum nicht? Ich bin immerhin dein neuer Besitzer. Lautstärke um 300% erhöht. Oh mein Gott. Nein! Für diesen Vorgang sind Adminrechte erforderlich. Die nötigen Rechte liegen nicht vor. Bist du noch voll funktionsfähig? Systemdiagnose wird durchgeführt. Vorgang dauert voraussichtlich 47 Sekunden. Bam, bam, bedam.
Was? Was soll das werden? Eine beruhigende Melodie, um die Wartezeit angenehm zu machen. Bam, bam, bedam, bam, bam, bedam, bam. Diagnose erfolgreich abgeschlossen. Programm Skippy Version 0.01 Alpha wird korrekt ausgeführt. Na gut, was kannst du eigentlich, außer mir hier ein Ohr abzukauen? Hauptfunktion, automatisches Zielen. Falls sich mein Besitzer in Gefahr befindet, selbstständiges Schießen. Bitte einen von zwei Betriebsmodi auswählen. Erster Modus, kätzchenliebender Pazifist. Ausschließlich Beine werden anvisiert. Zweiter Modus, eiskalter Killer. Ausschließlich Köpfe werden anvisiert. Eiskalter Killer, bitte. Eiskalter Killer? Genau mein Ding. Ändere Einstellungen. Bam, bam, bedam, bam, bam, bedam, bam. Modus eingestellt. Eiskalter Killer. Viel Spaß beim Töten. Okay, ich hatte tatsächlich noch nie eine Smart-Waffe in diesem Game. Aber wir müssten eine vernünftig benutzen können, weil wir bei unserem Cyberware. Shit, wir hatten mal welche. Fuck, okay. Okay, Moment. Gibt's hier denn noch was? Grundverschüsse unbekannt. Grundverschüsse unbekannt. Okay, warte mal. Ich drück mal F5. Schießen können wir damit, offensichtlich. Ich weiß nur nicht, ob wir die Smart-Funktionalität damit benutzen können. Sonst muss ich mal zum nächsten Netrunner gehen. Okay, wir können halt einfach in die Menge reinhalten, aber ist nicht so ganz in der Sache wahrscheinlich. Wo ist denn der nächste Netrunner? Dum-di-dum-di-dum. Ripper-Dog meine ich natürlich, nicht Netrunner. Peter, ey. Was erzählst du schon wieder für einen Unfug hier? Okay, warte. Nein! Okay. Die Netrunner haben dieses Zeichen. Ich weiß, dass in der Jig-Jig Street einer ist. Da! Dieses Zeichen. Da ist der nächste. Ripper Dog, meine ich. So, da gehen wir hin. Noch so ein Motherfucker, der mich töten will! Bam, bam, die da. Oh, hier könnten wir die auch direkt ausprobieren. Gib mir doch bitte! Tu's nicht! Ist mir wirklich der Kopf anvisiert. Ohne dass ich dafür was Besonderes tun muss. Das ist ja geil. Ich spiele gerade einfach nur mit dem Controller. Na, wo seid ihr? Ein Kopfschuss nach dem nächsten, meine Freunde. Guck mal, den hat sogar bis dahinter geballert. Du hast mir den Arsch gerettet. Danke. Ja, bedank dich bei Skippy. Oh nein, jetzt habe ich wieder zu viel dabei. Guck mal, und währenddessen haben wir sogar die Verfolgerpolizei verloren. Hä? Okay, wer ist sauer auf mich hier? Ah, da rechts. Oh, ich bin aber sneaky. Bist mit der Controller besser als mit Maus. Ja, weil ich eine Auto-Aim-Waffe habe vielleicht. Könnte daran liegen, oder? Wir behalten die erstmal. Wir haben zwei Präzisionsgewehre und das. Die Handfeuerwaffe behalten wir da auch mal. Wieso willst du mir am Sack gehen, ne? Wieso ist die Polizei jetzt sauer auf mich? Das war ein böser Dude. Seid nicht sauer auf mich. Oh, man kann Skippy besser machen. Warte. Oh, Itemherstellung ist im Kampf scheinbar nicht möglich. Dann muss ich kurz die Polizei loswerden.
Oh, ich verstecke mich hier irgendwo. Ich glaube, ich will dich gar nicht finden. Hier hinter. Hier. Ihr werdet mich niemals finden. Kann man bestimmt noch aufwerten. Geile Cheater-Waffe. So, und dann müssen wir mal gucken, wie wir zu Judy kommen, oder? Oder habe ich noch was vergessen? Nee. Die Easter Eggs habe ich euch jetzt gezeigt. Fehlt noch Judy. Kann man ja schon mal nachgucken. Journal. Was ist die Judy-Quest? Da! Both sides now. Habe ich die jetzt aktiviert? Ja. So. Polizei sind wir losgeworden. Perfekto. Da muss ich gar nicht mehr auf Maus und Tastatur wechseln zum Schießen. Da bin ich jetzt aber mal gespannt, was bei Judy abgeht. Bam, bam, bidam, dam, dam, di, dam, dam. Kannst du die drei Sachen oben erklären, wenn du das Inventar öffnest mit dem Prozentanzeiger? So ein bisschen. Das ist quasi der Fortschritt, so ein bisschen. Aber es gibt halt drei relevante Stränge. Einmal unser, also Storyline sage ich jetzt mal so ein bisschen. Einmal unser Bekanntwerden in der Stadt, unser Werdegang in der Stadt in Night City. Johnnys Kampf gegen die Konzerne und Johnnys Übernahme unseres Körpers. Das sind so ein bisschen die drei Dinge. Ja, ich muss aber gar nicht zum Ripper-Dog, wie ich festgestellt habe, denn die Smart-Waffe funktioniert auch so. Deswegen dachte ich, scheiß auf den Ripper-Dog, weil die geht trotzdem auf Köpfe. Achso, Weapon-Upgrade, ja. Item-Herstellung. Also hier taucht sie dann nicht auf. Wenn ich das richtig sehe. Aber unter Upgrades, da kann man Skippy schon noch verbessern. Aber mein Level ist zu niedrig. Absolut, das ist ja unfassbar. Eine Unverschämtheit. Ja, können wir leider nicht verbessern. Die geht auf den Kopf, aber ist nicht zielsuchend. Achso, normalerweise würde die Smart-Waffe zielsuchend sein. Okay, vielleicht schauen wir dann demnächst nochmal bei einem Ripper-Dog vorbei. Judy. Ich bin da. Ich steck mal die Knarre weg. Ich stepp Skippy mal weg. Ich bin im Bad. Wo ist denn Evelyn? Wie geht's denn Evelyn? Ist Evelyn noch da? Evelyn? Okay, keine Evelyn hier. Evelyn ist nicht mehr am Start. Oh. Oh, Scheiße. Du rettest der Kleinen den Arsch und ihr fällt nichts anderes ein, als sich zum Dank halt und zum Maul. Ich war nur eine Stunde weg. Wie ist das passiert? Ich weiß nicht. Ich sag doch, er lag im Bett, wie immer. Dann war ich kurz weg. Und als ich zurückkam... Fuck. Hätte ich das gewusst, hätte ich... Gib dir nicht die Schuld daran. Das bringt nichts. Ich hätte merken müssen, dass irgendwas nicht stimmt. Hey, du konntest sie ja nicht rund um die Uhr bewachen. Sie hat sich so entschieden. Hätte so oder so einen Weg gefunden. Mit Sicherheit. Wir müssen irgendwas machen. Ich will keinen Ärger. Ich rufe die Bullen. Kannst du sie zum Bett tragen? Als würde das noch irgendwas ändern. Einen Unfalltod melden. Northside, Jackson Street. Nein, keine unmittelbare Gefahr. Ein Selbstmord. Morgen,
Nein, heute! Was ist an dem Wort Tod so unverständlich? Nein, sie wurde nicht vom Traumateam für tot erklärt. Wäre sie Mitglied, würde ich garantiert nicht anrufen. Fickt euch! Wenn ihr nicht gleich eure Ärsche herbewegt, komme ich zu euch aufs Revier und hack alles in Stücke! Kommt ihr jetzt her und nehmt mich fest, ihr Pussys? Super! Ist mir scheißegal, was ihr mir anhängt. Bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das so klug war. Sie sind gleich hier. Meint nicht, soll sie bis morgen auf Eis legen. Nicht zu fassen, oder? Alles in allem warst du sogar freundlich zu denen. Ich an deiner Stelle hätte denen richtig eins aufs Ohr gegeben. Ganz schön krasse Nummer. Ich will ihr was anziehen, damit sie mehr wie ein Mensch als eine Leiche aussieht. Würdest du draußen warten? Mach die Tür zu, wie. Bitte. Also damit habe ich absolut gar nicht gerechnet. Hast du eine Kippe? Wusste nicht, dass du rauchst. Seit Jahren nicht mehr. Aber jetzt brauche ich was Stärkeres als Luft in der Lunge. Bitte, wie? Nur eine. Okay, hier. Das ist mal ein Zigarettenpäckchen. Das war ihr Kippen-Etui. Willst du es behalten? Nein, du magst es. Also behalt es. Ist bei dir in guten Händen, glaube ich. Scheiße. Evelyn, ich habe sie im Stich gelassen. Ich dachte, sie braucht Freiraum, bis sie wieder klarkommt. Bleib stark, Judy. Lass dich davon nicht runterziehen. Weißt du, lass uns jetzt lieber gar nichts sagen, okay? Wahrscheinlich die bessere Idee. Ihr Zustand. Ich konnte an nichts anderes denken. Ihre Tech war sauber, der Puppenchip funktional und unbeschädigt. Es muss also psychologisches Trauma gewesen sein. Hab in ihren Virtus nachgesehen und Woodman gefunden. Sie war bei ihm. Er hat Dinge mit ihr gemacht, die... Dann wurde sie ihm langweilig und er hat sie verkauft. Warte, du hast mehr Aufnahmen gefunden? Hab mir die Defekten nochmal angesehen. Viel Gerausche. Schwer, da was zu erkennen. Aber dann stieß ich auf ein Echo unseres Streits. Bei unserem letzten Treffen. Aber ich wusste, dass sie den nicht aufgezeichnet hat. Aber warum war es dann eine Virtu? Ich hab keinen blassen Schimmer. Vielleicht hat sie sich erinnert. Und wieder erlebt. Das Implantat war vielleicht an... Du weißt schon, als Abwehrmechanismus. Flucht in die Vergangenheit, um der Gegenwart zu entkommen. Was hat Woodman mit dir angestellt? Hast du es gesehen? Ja. Und ich wünschte, ich könnte es löschen. Ich habe Woodman umgelegt. War nicht geplant. Ist einfach passiert. Aber jetzt bin ich froh. Ich auch. Kaum vorstellbar. Aber das ändert nichts.
Es gibt noch so viele wie den. Irgendwas muss ich doch tun können. Zum Beispiel? Weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich rufe Sus an. Danke, Vi. Ich wäre jetzt gern allein. Wir bleiben in Kontakt, ja? Sicher, dass du nichts brauchst? Nein, aber lieb, dass du fragst. Wenn irgendwas ist, ruf mich an, okay? Ganz schön krasse Nummer. Holy shit. Okay. Abgefahren. Dann gehen wir jetzt mal zu einem Ripper Docker, um uns mal so ein Smart Ding zu holen. Ich weiß, dass wir eins haben. Ja, wir waren schön abwechslungsreich. Da schreibt jemand, ich kann Skippy-Missionen machen. Das werde ich mir gleich im Journal mal angucken. Ob wir da welche sehen. Wie geht's so? Suche nach neuem Chrom. Na dann, da bist du hier richtig. So, das war Hände. Dafür bräuchten wir nämlich das Tiger Claws Tattoo. Ermöglicht die Benutzung der Smart-Ziel-Erfassung von Smart-Waffen. Oh. Wir hätten auch noch das Ding hier. Aber das ist teurer. Also benutze ich einfach das Ding hier, weil das habe ich schon. Gut, tschüss Robert. Dankeschön dafür. So, Journal. Chipping in. Jetzt ist es soweit, Rogue macht ernst. Sie ist endlich soweit, dass sie nicht mehr vor ihrer Vergangenheit davonläuft und Smasher fertig machen will. Und wenn wir das Stück Scheiße gestellt haben, will ich ihn persönlich umlegen. Aber bis dahin hast du das Sagen. Viel Spaß bei der Jagd, Vi. Okay, das ist auf jeden Fall auch eine Quest, die ich noch machen will. Aber von... Chippy sehe ich jetzt nicht unbedingt was. Nee. Chippy sehe ich da nicht so wirklich. Also das Mantis-Kling hatte ich ja neue gekauft. Also da haben wir ja... Da habe ich letztens neue gekauft.
Da haben wir die Lilan. Also, die nächstbesten werden Legendaries. Die gehen auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob die schon verkauft werden überhaupt, aber wenn, dann kann ich sie mir auf jeden Fall nicht leisten. Mit Gorilla-Arm-Implantaten machst du mehr Kampf im Faustkampf. Ja, das hörte ich. Aber das wäre dann halt statt Mantis Kling. Das würde ich mir dann wahrscheinlich nur für Faustkämpfe holen. Scheiße, Zwillinge, Alter. Ich will gar nicht drüber reden, Chat. Fick die Zwillinge. Pornotitel. Was jetzt? Willkommen zurück, Junge. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Bereit. Rogue müsste gleich hier sein. Okay, nochmal. Du redest mit Rogue nur über Smasher, ja? Dann kriege ich das Steuer zurück und du wechselst zur Beifahrerseite? Das ist der Plan. Keine Sorge, ich bin vorsichtig. Gefällt dir vielleicht sogar. Eigentlich bereue ich es jetzt schon. Let's go, Freunde! Okay, bin bereit. Wird auch endlich Zeit. Du siehst irgendwie anders aus. Neue Frisur oder so? Du warst ja nicht lange weg. Was darf sein? Blue Glass. Was auch immer das ist. Wow, mit ein bisschen Magie, hä? Johnny? Weißt du, was ich jetzt brauche? Steht's auf der Karte? Information. Cassius Ryder. Atmet der noch? Der Tattoo-Typ. Hab ihn hier ewig nicht gesehen. Wirst mal zu ihm gehen müssen. Arbeitet in Watson, Pershing Street. Welches willst du? Den Ziegenbock oder was anderes? Und? Das andere wird ihm gefallen. Ganz bestimmt. Jeremiah Grayson. Hab gehört, er arbeitet für Smasher. Aber das weißt du nicht von mir. Hey, wer warst du noch gleich? Ja, man kann sagen, wir hatten was gemeinsam. Ruby Collins. Erst hab ich sie gevögelt, dann Grace. Johnny ist ein ganz schöner Wichser. Hey!
Rapido! Was ist nur mit Johnny los? Gewonnen! Links oder rechts? Woher zur Hölle hast du diese Nummer? Rechts. Du bist so wie tot. Ich glaube, ich hab was Besseres. Hey, bist du Ruby? Herr Supers, du hast von mir gehört? Verschwinden wir. Ich sag dir, was ich gehört habe. Und du sagst mir, ob es stimmt. Entschuldige mich mal kurz, muss nur noch was erledigen. Jo, nimm deine Drecksgriffel von Ruby. Sie geht nirgendwo mit dir hin. Ihre Schicht läuft noch, klar? Ich warte draußen. Du wartest auf mich? Komm, wir gehen zu mir. Stehen dir. Willst du Feuer? Ruby. Vielleicht rufe ich... Ich rufe... Reiß dich zusammen, Ruby. Ich muss mit Grayson reden. Johnny, ich gebe dir nie wieder die Kontrolle, möchte ich nur mal ganz kurz sagen, ja? Night City. Wie? Spuckst du immer nach dem Aufwachen? Können wir über was anderes reden? Klar. Ich wusste schon bei unserem ersten Treffen, dass du mir bekannt vorkommst. Oh. Johnny hat's dir gesagt. Haben wir... Du weißt schon. Nein. Der Idiot war zu voll. Er hat mich morgens angerufen. Ich dachte, du bist es. Und ich dachte, schon süß. Schade nur, dass er völlig am Rad dreht. Wolltest es selbst sehen, hm? Kranke Neugier? Mhm. Und ich fand Johnny Silverhand. Smasher, hat er dir von ihm erzählt? Ja. Hätte nicht gedacht, dass er zurückkommt. Johnny hat rausgefunden, wie er ihn kriegt. Warte, Grayson? Jeremiah Grayson arbeitet für Smasher. Johnny hat den Tipp von irgendeiner Stripperin. Ebunike. Mehr nicht. Aber ich sehe, was ich tun kann. Wir kriegen diesen Hurensohn. Kann ich irgendwie helfen? In dem Zustand bist du fast nutzlos. Fett. Ich hole dich an, wenn ich was weiß. Okay.
Unglaublich, dass der Bastard in deinem Kopf steckt. Ich stimme zu. Ich will auch das Tattoo sehen. Okay, Chat. Es ist wieder Zeit für eine Verlosung. Hurra!